bist ein Sand von der Welt. Mit dir an meiner Seite, es ist so schön, kann's nicht beschreiben, will noch genießen mit dir. Jetzt, wo eigentlich das ganze Album im Kasten ist, Texte geschrieben sind, Melodien ausgetüftelt, Musik geschrieben ist und eingespielt, muss ich sagen, nein, es hat geflutscht. Es war zwar ein Prozess, es war eine lange Reise, das Album, aber im Endeffekt ohne grosse Strapazen oder so. Es ist wirklich aus einem Guss gekommen, kann man sagen. Es ist ganz klar, wenn du in den Wechsel dort bleibst, genau, ja, zieht er so wie die Ruhe nicht von mir. Quasi so wie. Dass er dort nicht die Harmonie nicht, also dass er nicht flach macht, indem man Tonlatlas steht. Ja, weil ich finde irgendwie, das gibt. Ich sage jetzt mal vor 6-7 Monaten, wo es konkret geworden ist, eben, wo nehmen wir es auf, ist klar, bei uns im Studio. Dass ich es mit Philipp aufnehme, ist für mich auch klar gewesen. Wir sind jetzt so ein eingespieltes Team. Wir haben bis dort an schon 3/4 vom Album eigentlich geschrieben gehabt. Aber aus Gesprächen mit dem Management, mit Plattenfirmen, aber natürlich auch mit dem Philipp, haben wir gemerkt, doch, es würde uns nicht schaden, wenn wir jemanden noch dazu nehmen, wo auch aus dieser Ecke kommt, wie wir kommen, der Erfahrung hat im Studio, der selber schon hunderte Songs geschrieben hat. Müssen Sie ein Film machen? Wieso? Irgendwie habe ich ihn mal gesehen an einem Event oder so und bin heimgefahren und dachte, das ist eigentlich ein glatter Sieg. Und ich habe das Gefühl, mit dem haben wir es heute auf der gleichen Bühne. Da habe ich ihn angerufen und es war gerade unkompliziert. Er ist ins Studio gekommen, wir haben über die Songs geredet. Und ich habe gemerkt, er ist wirklich mit Herz dabei. Und ja, der hat uns wirklich unterstützt mit dem Album, hat geholfen und ist einfach wirklich ein super Typ. Ja. Die Ansprüche an das Album waren eigentlich so, dass wir gefunden haben, wir wollen Musik machen, die handgemacht ist. Ich glaube, jeder Song auf diesem Album erzählt eine Story, erzählt eine Emotion, erzählt vielleicht auch ein bisschen, was ich gerade im Leben, wo ich gerade im Leben stand oder wie ich mich gerade fühle. Ich sage immer, ein Album ist auch eine Momentaufnahme. Aber in erster Linie, und das ist auch auf jedem Album so, soll das Album einem ein gutes Gefühl geben, das Album soll etwas auslösen und ja, es soll auch eine gewisse Hoffnung versprühen und eine Zuversicht. Die Texte sind jetzt alle am Start. Eigentlich hat man nach bestem Gewissen einmal so geschrieben. Aber jetzt wird da das eine oder andere sicher noch geändert. Aber das ist immer so das Schwierigste. Du hast eigentlich etwas, wo in dem Sinne, wie fertig ist und du hast es schon 100-mal gelost. Aber du weißt, wie für dich trotzdem, ja, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Und eben, es kommt vielleicht manchmal schon zwei Wörter auswechseln über den Song. Das ist eigentlich so ein bisschen wie, ich hasse die Arbeit eigentlich. Ich hocke jetzt hier 4 Stunden da und am Schluss habe ich einfach 2 Wörter, die ich ausgewechselt habe, oder einen Satz. So ein bisschen uneffiziente Arbeit irgendwie. Und es ist halt irgendwie auch ein bisschen trockene Materie, weil am Anfang, wenn du einen Song hörst oder so, ein Playback, und dann hast du eine Idee für einen Text, und dann fängst du von schreiben, dann fängst du von singen und probieren. Und da ist jetzt einfach der Text da und wir hätten schon 100-mal gelesen und eigentlich gefällt es dir, aber eben, du weißt wie, hier müsste ich vielleicht noch das ändern oder so. Ich habe mir geschworen, dass ich immer wieder zurückkomme. An den Ort, wo mich zu dem gemacht hat. Ja, natürlich. Eine Verbundenheit zu der Schweiz, das ist ganz klar. Von hier komme ich. Aber ich bin ein weltoffener Typ und schaue 360 Grad um mich herum. Aber trotzdem, ja, ich bin hier in der Schweiz und mache Mundartmusik. Und von dem her soll das auch so tönen. Ich sage ja nie, dass ich ein Musiker bin, weil ich habe nichts gelernt. Oder? Ich habe nicht wirklich ein Instrument gut. Ich bin kein Technik-Nerd in dem Sinn. Aber was ich bin, ist, irgendwie glaube ich, habe ich ein Gefühl und ein Herz und folge dem, was mir das sagt.
und tauche so in die Musik ab und kann anscheinend irgendwie eine Emotion auslösen mit meinem Gesang oder mit meinen Texten oder so. Von dem her, und das ist etwas, was mir natürlich Freude macht, wenn ich sehe, wie die Leute vor der Bühne Freude haben, wenn ich einen Song singe. Von dem her ist das Gefühl, auf das möchte ich eigentlich nie verzichten. Das ist mega und das ist toll und das macht mir mega Freude. Von dem her hoffe ich natürlich sehr, dass ich auch noch in 14 Jahren kann, immer noch Musik machen und Freude daran haben. Und ja, aber es gibt auch andere Sachen, die mich interessieren. Die Welt ist eben zu bunt und zu farbig und zu abwechslungsreich und zu facettenreich, dass ich mir jetzt einfach nur irgendwie, wie soll ich sagen, in einem Tunnel bewege, wo Musik heisst, sondern eben, ich gehe mit offenem Herz raus in die Welt.